Die Kommunistische Partei Chinas hat den US-Milliardär und Investor George Soros offiziell zu einem globalen Terroristen erklärt und ihn als Satans Sohn bezeichnet. Dies wurde in The Global Times, einem wichtigen Sprachrohr der Parteien Peking, berichtet. Am 4. September veröffentlichte die Zeitung den Kommentar über Soros. Der Titel lautete, der globale Wirtschaftsterrorist richtet seinen Blick auf China. Das Propagandaplatz der KP Chinas beschuldigte die Soros Stiftung Open Society Foundation, absichtlich Gerüchte über China zu verbreiten, was durch die von Soros finanzierte Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch umgesetzt würde. Der Kommentar in der Global Times behauptete weiter, Soros hätte seit 2019 den Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai finanziert. Lai sitzt zurzeit in Haft und ist Besitzer der Hongkonger Tageszeitung Apple Daily. Aufgrund des harten Vorgehens Pekings musste die Apple Daily ihren Betrieb vor kurzem einstellen. Die Apple Daily war eine der meistverkauften Pro-Demokratie-Zeitungen in Hongkong. In dem Artikel in der Global Times heißt es, Soros habe sich mit Lai verschworen und versuche eine antikommunistische Bewegung in Hongkong zu starten, eine sogenannte farbige Revolution. Die Polizei in Hongkong hat im Juni fünf Führungskräfte der Apple Daily verhaftet. Als Grund führte die KP-freundliche Regierung in Hongkong Verstöße gegen Pekings nationales Sicherheitsgesetz an über 30 Artikel in der Apple Daily hätten gegen das Gesetz verstoßen. In den Berichten wurde zu ausländischen Sanktionen gegen Peking aufgerufen, nicht zuletzt wegen der massiven Einflussnahme der KP Chinas auf Hongkong und die damit verbundenen zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Das Vermögen der Zeitung in Höhe von über zwei Millionen US-Dollar wurde von der Regierung eingefroren. George Soros kritisierte kürzlich in einem Kommentar im Wall Street Journal die China-Investitionen des Vermögensverwalters BlackRock mit Sitz in New York. Er schrieb, die Investition von einer Milliarde US-Dollar von BlackRock in China sei ein tragischer Fehler. Bis Brot ich es, das Lied ich sing. In Zeiten von Twitter und Facebook hat diese Redewendung aus der Zeit der Minnesänger neu an Bedeutung gewonnen. Wes brot ich es, des Lied ich sing, bedeutet in der Medienwelt, dass Zeitungen die Interessen derer vertreten, die sie bezahlen. In Deutschland sind dies meist Parteien, Werbekunden oder Stiftungen einflussreicher Geldgeber. Die Epoch Times ist frei von allen solchen Einflüssen und steht allein in der Verantwortung derer, die sie finanziert, nämlich ihnen unseren lesern die epoch times bietet ihnen einen investigativen journalismus der tatsachen aufdeckt und sich nicht von einer agenda oder politischen korrektheit einschränken lässt wenn auch ihnen wirklich unabhängige und unzensierte informationen wichtig sind dann finden sie diese in der neuen wochenzeitung der epoch times zum preis von nur einer tasse kaffee erhalten sie nachhaltige geistesnahrung für eine ganze woche bestellen sie die epoch Times jetzt gratis drei wochen lang zum kennenlernen und lesen Sie den Unterschied.